Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem Let's Play Together GTA Online auf der PS4. Zusammen wieder mit dem Paddy. Hallöchen. Hallöchen. Stufe 169, dieser Freak. Ja, bald 170, ey. Boah, ich weiß gar nicht, man kann glaube ich gar nichts mehr freischalten. 120 ist das Höchste, da schaltest du den Minigun frei und dann war's das. Susanne, hast du jetzt die Mission jetzt hier erstellt oder ist das irgendeine? Ja, das ist meine Mission. Okay, also wir spielen jetzt erstmal, hast du eine Playlist gleich gemacht oder? Nee, soll ich machen? Nee, machen wir danach dann, wenn irgendwie, okay. Würde ich sagen. Okay, also wir spielen jetzt erstmal eine Mission, die Paddy selber erstellt hat. Die Krieger des Himmels. Jeder schnappt sich einen Chat und dann geht es ab in die Luft. Wichtig, die vorderen Chats zuerst nehmen. Alter, ich doch so eine kleine Missionsbeschreibung für die Doofen. Für mich sozusagen. Und mit dem Chat anhalten, erst. Kein Spaß. Und mit dem Chat erst in der Luft schießen. Wichtig. Ja, wichtig. Okay. Du blöde Luft. Dann lassen wir das einfach mal so. Wirst du gleich sehen. Okay, bin auf jeden Fall. Alter, also, ich sehe es ja schon auf der Map. Das sind viele Chats. Oder? Also dieses Cover. Sind viele. Ja, es sind viele. Okay. Könnte man, ja auch, noch bei, könnte man ja auch so Leichtathletik-Rennen machen oder so. Das ist ja so eine Laufbahn. Ach ja, das ist ja die Pferderennbahn, ist das. Okay, alles klar. Ja, die Pferderennbahn, weil ich habe sonst keinen besseren Platz gefunden, wo man die Jets so stapeln kann. Okay, man hätte noch Sandy Shores Flugplatz oder Flugplatz allgemein, aber... Ja, aber ist ja langweilig. Die Pferderennbahn ist eigentlich eine ziemlich geile Idee, habe ich noch nie als Location benutzt. So für ein ich benutze immer Tunnel. Ich benutze immer Tunnel. Oder Parkhäuser. Ja, stimmt, Parkhäuser, ne, mit dem Rennen. Ja. Ich habe mir das Video auch nochmal angeguckt, ne, du hast es echt nicht geschafft. Ich hab's echt nicht geschafft, ey. In der letzten Folge, guck dir das mal an, ey. Ey, das war eine Hundertstel oder eine Zehntel Sekunde, ey. Nee, das war eine Hunderttausendstel Sekunde, war das, wenn es das überhaupt gibt. Eins. Ja, vor allem in der Ego-Perspektive, ne, das musst du dir ja mal vorstellen. Ja. Und, nee, das also, war, so aber, ganz aber, lässig so, jetzt mach ich's in der Ego-Perspektive und dann so, schafft das auch noch, ne? So Leute, ne, immer die ersten Jets benutzen, sonst eskaliert das gleich und dann macht es keinen Spaß. Jo, einsteigen. Ja. So, kann ich jetzt hier irgendwie nein, die... Nein, nicht in die Jets, ihr müsst die vorderen nehmen. Leute, was tut ihr? Keiner hört zu. So, ich gucke jetzt hier nochmal. Ich muss den Sound mal... Mach mal Ego-Perspektive, okay, Leute. Boah, das sieht ja mega geil aus. Wow! Wie schießt man nochmal? Ach ja, mit X. Okay, das ist eine saucoole Idee, Paddy. Ich bin nur gerade überrascht, dass noch nichts passiert ist hier irgendwie. Ach, und scheiße, weißt du was? Ich habe echt die Aufgabenstellung nicht verstanden. Ich habe mich nicht in den ersten, also in den nächstbesten gesetzt. Nein, das macht keiner, ey. Das ist die Information. Hab ich doch extra hingeschrieben. Und ich lese sogar noch vor, Alter. Ja. Ich hab's doch gerade eben was gesagt. Den ersten. Oh nein, hier ist ein Gegner hinter mir. Mission für den Arsch. Hey, Mann. Wo sind die denn? So. Oh, Hilfe, ich weiß schon. Verdammt. Ich versuche jetzt erstmal wieder ein bisschen Kontrolle über meinen Düsenjet hier zu bekommen. Mhm. Auf jeden Fall bin ich immer in der Luft, wunderbar. Ja, ist einer von uns? Weiß gar nicht. Ist das so schlecht? Ah, das ist ein Minimap einfach mal schauen. Boah. Das sieht aber übelst geil aus schon wieder. Schön, ich feiere das schon wieder, dass das alles so schön aussieht. Sehe ich auch endlich meine Eco-Perspektive, wie das aussieht. Jo, die habe ich ja schon mal gezeigt. Ich kann es ja nochmal machen. Ja, bei mir war das, wurde das nicht angezeigt, weil ich ein Passiv-Modus war. Deswegen hat einer in die Kommentare geschrieben. Dankeschön dafür nochmal. So Leute, da hinten ist einer, den schnappe ich mir jetzt. Der hat sich ein bisschen entfernt von der Masse. Oh, Laser. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Begangen. Der ist unter mir irgendwo, klar. Da ist er gewesen. Post. So. Komm, den knall ich ab. Bist du? Da ist er. Oh, fuck. Komm, kick dich nicht rein. Ich kick jetzt. Nein! Scheiße. Da war die Pferderennbahn. Und wenn ich mich recht entsinne, darf man ja auch nicht die ganze Zeit auf Gas drücken mit... Wow, ich hab ihn erwischt, oder? Ich glaube, ich hab ihn erwischt, Leute. Wenn ich mich nicht ganz täusche, darf man nicht die ganze Zeit auf Gas drücken bei dem Düsenjet, weil ansonsten irgendwann Treibstoff leer ist, oder? War das nicht so gewesen? Nee, das ist also Treibstoff. Okay. Oh Mann, jetzt sind keine Jets mehr hier auf dem Boden. Jetzt muss ich die alle... Na komm. Juhu! Nice, Leute, ich hab schon wieder einen erwischt. Oder das war der gleiche gewesen. Auf jeden Fall habe ich einen gekillt. Da hinten ist einer, jetzt steche ich den ab. Also wenn alle deine Missionen so sind, dann freue ich mich drauf. Dann können wir gerne noch mehr davon machen. Ich habe noch einen Desk mit erstellt. Das ist in der Stadt so ein bisschen, so ein bisschen so alles reingepackt, was ging. Alles, was in der Liste war. Oh, alle Gegner sind hier gerade auf dem Boden. Sind die alle auf der Pferderennbahn oder wo sind die? Ja. Krass. Ich bin schon wieder nicht richtig. Nein!
Ich krieg hier auch keinen Ziel, nein. Leute. Was? Ich krieg hier keinen anvisiert. Ach, jetzt sehe ich sie. Okay, jetzt habe ich sie auf der Minimap wenigstens mal gesehen. Cool. Ja, auf in der Ego-Sicht, das ist echt schwer mit dem Jet. Ja, ich mache jetzt ohne Ego. Weil sonst triffst du ja gar nichts. Oh, hast du gerade auf den Boden geschossen? Einer meiner Lieblingskommentare, glaube von letzter Folge, mach Ego-Perspektive, du Arschloch. Ich glaube, okay. Das fand ich so witzig und charmant mit dem Arschloch, weil das siehst du irgendwie selten ausgeschrieben und richtig geschrieben, dass ich den noch nicht mal gesperrt habe. Hab gesagt, okay, er hat's richtig geschrieben. Nö, er hat's richtig geschrieben und Arschloch, Alter, das liest man selten, weil meist bist du ja dumm. Das wurde so. Noch nicht blockiert, lass ich da. Nö, das fand ich irgendwie nett fast schon wieder. Hey, du Arsch, mach mal Ego. Nee, Arschloch, also richtig ausgeschrieben und korrekt auch. Wow, okay, das war knapp gewesen. Ey, mach Ego, du Arschloch. Sonst siehst du immer was anderes. Wen wurde ich gerade umgebracht? Okay, Leute, ich kacke hier gerade ein bisschen rum, ich merk das selber. Bist du das hier, der? Hallo? Okay, ich habe immerhin mal eine Palme getroffen. Ja, das bist du. Ich war genau unter dir. Okay. Grüß dich. Aber sag mal, ich kann die Leute doch gar nicht anvisieren, oder? Mit der Rakete, das geht ja wahrscheinlich... Ja, rück mal Dreieck, Viereck. Dann kannst du auf Raketen einzeln. So. Ungelenkt. Genau, ungelenkt. Und okay. Dann kannst du versuchen, auf den Boden zu schießen. Okay, wir haben gewonnen. Nein. Nice. Wir haben gewonnen, Junge. Yeah, Alter. Yo, ey, ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal gelesen habe, gewonnen. Sonst steht da immer nie beendet. Ja, stimmt, ne? Das letzte Rennen. So, willst du ansagen oder soll ich? Ist mir egal. Wir da sind. Jo, wir sind wieder da. So, Leute, wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Wir sind da. Hallo. Wo sind wir? Wir sind so da. Schnell werdet ihr uns nicht los. Shut up and shoot, Alter. Ja, da habe ich mal richtig Klartext geschrieben. Geschrieben, ne? Mit deinen Englisch-Skills. Shut up and shoot. Ausrufezeichen. 1-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 1
Warte mal, hier gibt's doch irgendwo einen Jet. Wo ist der Jet? Ach, da. Mitten auf der Autobahn. Auf dem Highway. So, ich habe jetzt auch einen Panzer, der piepst ganz schnell. Ja, das ist nicht gut. Ich weiß, er wird gleich, aber ich meine, so kill ich mir gleich mal ein bisschen was hier. Einen habe ich schon. Und denk dran, eine Rakete, dann ist er bestimmt da. Ja, ist mir egal. Hauptsache töten. Ich krieg den wahrscheinlich auch ohne Rakete jetzt kaputt irgendwie. Indem ich einfach gegen den Busch fahre. Gegen den Busch oder Boom. Okay, ich versuche jetzt mal. Vielleicht treffe ich dich ja mitten. Nö, bitte nicht. Ich bin im Jet gerade. Oh, das ist ein schönes Auto, Leute, guckt mal. Es macht Spaß mit Panzer fahren. Nicht kaputt machen. Oh nein, da kommt auch ein Panzer. Noch einer? Ach, das ist doch scheiße hier. Zwei Panzer. Ich sag, es gibt nur einen. Du hast gesagt, es gibt nur einen Panzer. Echt? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe die Map, keine Ahnung, letztes Jahr oder so erstellt. Ich dachte, ich wäre der einzige Panzer hier. Oh, da ist er. Nein! Alter. Da war ein Hochhaus. Über mir ist ein Düsenjet, glaube ich. Ich brauche jetzt hier mal eine ordentliche Waffe. Das ist. Ist hier nix. Okay. Ich bin so schlecht gerade. Doch. So nicht wahr, doch. Ey, also ich frage mich echt, wer diese Kack-Map erstellt hat. Ja, ey. Ich weiß auch nicht, da bestimmt so ein Vollidiot, ey. Aber hinterlass einen Daumen. Aber hinterlass. Hinterlass bitte einen Daumen. Dankeschön. Mir egal, wie sie dir gefällt, aber bitte lass einen Daumen da. Ja, ganz egal, wie scheiße das Video du, wie scheiße du das Video findest, aber bitte Like und Abo und teilen, ne? Ja, genau. Und erzähl's deinen Eltern. Ja, erzähl's deinen Eltern. Oh Mann, wer war das denn? Wurde gerade mit diesen Riesen. So, ich hab endlich mal eine Waffe gefunden. Da müssen wir auch mal hinfahren, dieses Bergwerk und dann diese fetten Transporter. Jo. Das eskaliert auf jeden Fall. Den habe ich schon übelst mal rumgespielt. Sag mal. Das gibt's doch nicht! Ich kann den zerstören, aber ich muss ihn erstmal finden. Da geht den platt, Alter. Das ist ein Geldtransporter, okay. Der. Okay, ich hab ihn, Leute. Schnell Deckung. Seh dich wie ihm auf der Karte. Also ich glaub, dass du es bist. Bist du der. Ich krieg dich platt, Alter, mit der Pistole. Niemals! voll erwischt. Naja. Ah, du hast mich von hinten erschossen, Alter. Nein! Nee, ich war gar nicht im Panzer drin, ich war... Ja, aber dann stehst du jetzt quasi vorm Panzer, würde ich mal schätzen, ne? Ja, ich bin jetzt auch drin. Aber oh, wie kann man denn da nur Panzer reinstellen? Ja, ich glaube, das sollte man echt nicht machen. Das ist zu... Weil sobald du einen Panzer hast, da hast du echt gewonnen in dem Spiel. Oder in dem Level. Das hat einer einen Jet? Der sieht aber noch ziemlich ganz aus hier. Ja, ist er auch. Du brauchst einfach nur einen guten Spot, wo er dich nicht sieht. Oh mein Gott, Autobahn. Wo er dich nicht sieht und du ihn geil mit dem Raketenwerfer treffen kannst. Ich hab ja Raketenwerfer, Munition, aber ich treffe den einfach nicht. Weil er mich einfach zu schnell sieht. Ein bisschen blöd. So. Aber Leute, falls ihr auch irgendwelche Missionen oder so selbst erstellt habt. Ich hab einen Panzer gekillt. Sehr schön. Dann schreibt's mal in die Kommentare. Oder tritt in unserer Crew bei und dann können wir uns die auch angucken. Und dann können wir auch beim nächsten Mal. Paar Missionen von der Community erstellen, spielen. Wer doch was. Also wer auch immer die erstellt hat, die ist lame. Hey! Der Panzer, was der Panzer ist, dauernd, der ist auch immer noch da. Ja, das bin ich. Achso, oh, okay. Ich habe noch einen dritten Panzer gefunden. Wie jetzt? Noch einen? Übertreibt man nicht. Okay, jetzt heißt es Beam aus dem Panzer holen. Nö, Beam im Panzer drinnen lassen und sich davor stellen. Einfach eine Reihe stellen und abschießen überfahren lassen. Genau. Ja, ich mach die ganzen anderen Fahrzeuge gerade kaputt, weil das sind so lustige Explosionen. Doch auf. Was soll denn das? Ich hab eben das große Flugzeug zerstört. Mach die ganze Atmosphäre kaputt. Was? Sieht ja aus wie, keine Ahnung, ey. Jetzt mach die Atmosphäre kaputt. Sieht aus wie auf dem Mond. Ja. Ja, du lebst hinterm Mond, Alter. Wenn so der Mond aussieht. Wer weiß. Diesen Chat ist auch noch unterwegs hier. Oh, das gibt's doch nicht. Der Typ ist noch nicht einmal gestorben von mir. Glaub's nicht, ey. Ja, die Map ist echt kacke, Mann. Ja, die Map ist echt kacke. Also sorry, Leute, für die super langweilige Map hier gerade. Die hat der Patty gebaut, also beschwert euch bei ihm. Aber bitte lasst ein Like da. Aber lasst bitte ein Like da. Genau, auch wenn sie... Ja. Geil, wie schlecht sie ist. Wo ist denn der Panzer, Mann? Hier explodiert alles. Ich glaub, das ist er. Nein, nein, nein. So, ich muss jetzt ja nicht mal ein paar Gegner finden. Ich muss.
Es sind auch übelst viele Hindernisse. Hier kommt gleich einer. Richtiger Parcours, du. Sag mal. Oh nein! Das muss richtig sportlich sein, ey. Kommt er jetzt hier rein? Nee, das kann er aber mal vergessen. So, killst du ja hier. Ah, jetzt weiß ich, wo du bist. Scheiße. Ja. Scheiße. Ich kann dich kaputt machen. Ich piepe. Oh, wieso hast du denn überall Hindernisse gebaut, Mann? Diese Kackkarte. Das ist die beschissenste Karte, die ich je gespielt habe. So, hast nicht anders verdient. Ich fahr auch extra nochmal drüber, weil die Karte wirklich so kacke ist. Ach, ich dachte, mein Ego sich wirst. Allerdings habe ich noch ein paar Kills bekommen. Wie steht's denn eigentlich? 6-9? Alter. Das geht ja übelst lange. Du bist besser als ich, ne? Ja, ich hatte ja auch einen Panzer. Ich hatte zweimal jetzt einen Panzer. Ja, ich noch nicht. Also wenn ich wo Skill habe, dann den Panzer finden vielleicht. Jawohl, den habe ich erwischt. Ich war früher als Kind auch immer saugut in Ostern. Eier finden. Was? Und so. Ja, Ostern Eier finden. Okay. Ah, nein, Hilfe, hinter mir ist einer. Nein, nein, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Hab sogar einmal im Wald habe ich ein Überraschungsei gefunden. Was? Okay. Ja. Das war zu einer Zeit, habe ich halt echt an Osterhasen geglaubt, ne? Da dachte ich halt, ich hab's übelst drauf. Übelst geht, ne? Ja. Im Osterei. Also. So jetzt im Nachhinein betrachtet, war das, glaube ich, gar nicht so skillig. Oh, ne. Boom, ich hab ihn erwischt. Hat nochmal Zeit. Erwischt er wieder. Auszeichnung, ich krieg die ganze Zeit Auszeichnung. Läuft. 400 Erfahrungspunkte, cool. Bleib stehen, du. Und jetzt suche ich den anderen noch. Der Beam hat einfach die ganze Stadt kaputt gemacht. Ja, fast. Nur ein bisschen. Da hinten schicke ich meine Rakete hin. Juhu! Ich habe einen mit der Pistole gekillt. Nicht mit dem Panzer. Wo war der denn? War das der? Nee, das war der gar nicht. Oder? Verdammt, ich bin nicht mehr das Beste. Oh nein, nein, nein. Ich will der Allerbeste sein. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Wo ist denn der? So ein Arschloch. Ich bin ja grundsätzlich der Meinung, jeder, der mich erschießt, gehört rausgeworfen aus der Crew. Das würde bedeuten, dass ich in einer Woche ungefähr komplett alleine wieder bin. Nee. So, wir müssen auf jeden Fall dann irgendwann mal eine Mission machen oder irgendwas, dass wir mit 30 Leuten mal zu probieren zusammenzuspielen. Ja. So Deathmatch mit 30 Leuten wäre schon geiler. Jo. Weil wir da halt auch gucken müssen, weil es gibt immer noch sehr krasse Surferprobleme. Also wir haben ständig Disconnects von anderen Leuten. Das ist irgendwie fast unmöglich, viele Leute zusammenzubekommen gerade. Obwohl genug da sind. Das dauert noch einen halben Monat, bis das gefixt ist. Wenn nicht sogar bis Anfang nächsten Jahres, ey. Meinst du? Ja, ich glaub schon. Also ich denke schon. Ah! Diese scheiß Map! Ey! Ey, ich geb sowas von Dislike, ey, Dislike, Alter. Das ist der Typ, Mann. Der sieht mich, ne? Der sieht mich. Bitte sieht mich. Verdammt, wieso tötet? Oh Mann, den wollte ich killen. Ja, Mann. Ich stelle erstmal eine bessere Map. Da bist du. Hier, kriegst was Schönes. Bam. Ja, das hat aber bleib super stehen, funktioniert. Bleib stehen, Junge! Bleib stehen! Bleib du stehen! Junge! Komm her, du! Wow. Wie viele Raketen hast du denn noch, Alter? Genug! Jetzt habe ich keine mehr. Komm her! Verdammt, nein! Yeah! Nein. Bam in your face! Das gibt's doch nicht. Eiskalt, Alter, eiskalt. Ab, obwohl ich 10 Raketen auf ihn eingeschossen habe, ey. Ah. Woo, jetzt geht's ab hier, Leute. Ich bin wieder drinnen. Beam ist wieder on fire. 10 Kills habe ich gerade. On fire. Ja. Ich muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, man muss sich ja immer auch mal wieder ein bisschen. Wow, wow, da ist der böse Paddy. Der böse was? Paddy, der böse Paddy. Wo denn? Da! Juhu! Wie geht das? Wallhack, Alter, ganz ehrlich. Bam. Das warst du nicht, okay? Find dich noch. Nee. Doch, da kommst du da hinten an der Garage, ey. Nein, 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 Hilfe! Da ist er doch. Was ist denn los? Da bist du ja. Oh nein! Ich wusste es nicht. Wieso bin ich denn One-Hit, Alter? One-Hit, das war. Ey, ich hab dich mindestens 100 Mal in den Kopf geschossen. Ja, ja, ja. Vor allem dich 100 Mal in den Kopf geschossen, Alter. Die Schulter. Mein Deutsch. Geschossen. Ah, shit!
Okay, die Map macht jetzt doch wieder ein bisschen mehr Spaß. Ja. Ey, saucoole Map, die du da gemacht hast. Voll spaßig, Paddy. Kriegst doch ein Like. Das weiß ich noch nicht. Ist gerade ausgeglichen hier. Vielleicht, wenn ich gewinne, dann gibt's vielleicht kein Dislike. Bam. Noch ein. Verdammt, ich muss noch einen Kill machen. Scheiße, ein Kill in 15 Sekunden. Beam, komm mal her. Nö. Doch, los. Nö. Ein Kill noch. Doch, ein Kill noch, ein Kill noch, ein Kill noch. Komm schon. Nein. Nein. Verdammte Scheiße. Verdammt. Ich glaube, den habe ich abgestaubt, ne? War AFK gewesen. Ja, ja, ja. Ziel nicht erfüllt, erledige einen Spieler im Nahkampf. Okay, habe ich gar nicht mitbekommen. Aber man kriegt aber ordentlich Schotter dafür. Ja, 4000 Dollar habe ich bekommen. Wie kriegt denn der Erste dann, ey? Krass. Hä? Wieso? Hä? Das sieht ja aus wie ich. Der sieht aus wie ich, Mann. Das war mein Charakter, aber es stand sein Name. Ja, bei mir aber genau das gleiche, es war auch mein Charakter. Er ist... Er hat uns einfach mal den Spiegel vorgehalten. Irgendwie. Boah, 20.000 hat er gemacht. Oh, krass, ey. Hier ein Like. Ah, dann ist gar kein Like, wa? Aha, so einer. Ich hab mich enthalten. Ah, sorry.